Kamerun gegen Niederlande. Okay. Okay. Ah, ich habe nicht geschaut. Danke für die 3-0-Wertung. Auf der Bank, okay, habe ich nicht geschaut. Hast du ihn gesucht? Heute Einladung kommt gleich. Kamerun, Niederlande. Niederlande brauchen, wenn sie weiterkommen wollen, unbedingt einen Sieg, um die Chance zu haben. Kamerun könnte einen Punkt reichen. Ist halt natürlich auch ein Stern. Natürlich wäre der Sieg da wieder das Optimalste und das Idealste. So werden wahrscheinlich auch die Argentinier rausgeschossen. Noch nicht. Ja, natürlich sind sie dann auch wieder vor den Argentinien, auch mit einem Punkt sind sie vor den Argentinien. Haben zwar beide 5, aber die Tordifferenz der Kamerunen ist um 2 Treffer besser. Liebe Zuschauer, willkommen im Allianz Stadium, willkommen zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind natürlich auch Aber ja, für die Argentinier ist jetzt jedes Spiel eine Sicht, aber die. Wir freuen uns heute auf ein spannendes Spiel. Klingt nach richtig interessantem Fußball. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Jetzt der Schuss! Nicht drin. Gott sei Dank. Schöner platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Das ist weißt du, was fantastisch ist? Unser Chat rauscht immer nur bei FIFA. Oft. Okay. Das kann ich immer nur beim Anmelden, das läuft sich nicht mehr. Also wenn du in die Party kommst, nicht beim Anmelden. Da misst er 99 Schuss. Jetzt kommt die Ecke. So, Kopfball geht neben das Tor. Er bekommt gleich heute die erste Oder? Chance im neuen Club. Dann drücken wir ihm doch mal die Daumen, dass er sich schnell in der neuen Mannschaft zurechtfindet. Sie mussten noch mal nachbessern, was die Innenverteidigung angeht. Das ist geschehen. Und wir staunen alle über diesen Neuzugang. Besser geht's kaum. Die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Kein Problem. Okay. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenhaus. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Na, kann man wohl probieren, aber schon. Da kommt die Ecke. Gute Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Es geht den Abschluss weiter. Ja, die Niederländer werden sich auch verstärken für die WM. EM. EM, danke. Oder spielen sie doch nicht? Dann ist es die WM. Nein, nein, EM. Weg ist der Ball. Da hat er kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei, abhaken. Man ist noch in Verhandlungen, aber man ist sich schon ziemlich sicher, dass man den Spieler holen wird. Samuel Eto'o. Liegt das Tor, unglaublich. Bergwein. Boah. Ball im Aus, Klasse 2 Kampf, Einwurf jetzt. Steven Bergwein.
Jetzt kommt die Flanke rein. Oh, den hätte er noch annehmen können. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Aber so viele andere Spieler es jetzt wieder gibt, auch für die Niederländer, Stürmer haben sie nicht rausgehauen, irgendwie. Nochmal. Mit einer Special Card. Wen haben sie nicht rausgehauen? Einen Stürmer haben sie nicht rausgehauen bei einer Special Card. Wo? So Future Stars oder so bis jetzt. Stürmer? Hm? Bei den Holländer. Was, bei den Holländer? Na gut, ich wüsste doch keinen jetzt. Wow. Wird die da beantworten, oder was? Bitte? Wird die da beantworten? Eigentlich nicht. Aber fehlt. Naja, bessere Stimme. So meine ich das. Ja, aber Futures sind ja junge Spieler, die Talent haben. Das fällt aber eben kein Niederländer an. Oder irgendeiner. Irgendeiner, ich will irgendeinen Scheißstürmer noch haben. Ja, gut, aber Stürmer gibt es eh viel, oder? Bei den Holländern. Aber nicht so Top-Stürmer, sag ich mal. Also mein Kreuz geht ganz schön ab. Ja gut, das ist Legende. Oder? Ja. Der Ball erstmal abgefangen. Ich rede jetzt von für mich leistbare. Tai Chong. Am Ball Wijnaldum. Was mit Diebe? Guter Spielaufbau. Der Schuss jetzt. Und er war Diebe? Diebe ist doch nicht Holländer. Na sicher. Echt? Na sicher. Entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Das muss ich dann noch schauen. Jetzt hat er den Ball erstmal wieder. Der packt mal schwarze Karte. Ja. Der Balsur. Will Neid und Position wackelt für nächsten Bewerb. Dann Trümer hast du damals nicht gemacht, oder? Wie der war. Play auf den Mann. Klar, und da war einer. Ja. Dann habe ich am Anfang immer gespielt. Also am Anfang nicht, nein. Und von Persi habe ich bei dem Moment auch versäumt. Ah, stimmt, aber ja. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Und den tut's mal wirklich weh. Gut, der Young war ja auch mal. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Achso? Spiel. Ja, ich glaube, da war ein Ziel einmal. Wow. Sonst fühlen wir uns auch keinen Anfang. Jetzt mit dem Angriff. Er könnte die Führung erzielen. Gehalten, macht er gut. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Boah. Da, Ball wird geblockt. Reiko, das ist ein bisschen Shelby. Kein besonders guter Abschluss. Mit Flecken bin ich auch sehr zufrieden, aber. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind. Oder? Aber. Da ist jetzt eben dieser eine SBC-Goalie. Den möchte ich mal anschauen. Am Ball Wijnaldum. Ah, der niederländische Liga. Mhm. Ja. Da hören wir den Pfiff. Nun geht's also erstmal in die Pause hier im Allianz Stadium. Wieder mal jetzt generell auch so nicht Stürmer anfangen bei den Holländern. Man na, der hat echt ein Stürmerproblem. Bergwijn, aber Bergwijn weiß ich gar nicht, ob der Sturm spielen kann. Und Legenden gibt es halt einige.
Aber Bergwijn Bergwijn kann kann nicht Sturm spielen. ja, man die Special Card, aber die Special Card kann, aber das ist auch mal erst ein Ach bisschen so. gewesen. Ich meine, ja, ich habe den einen Leihspieler da, der eigentlich Stürmer ist, den sie als IV gemacht haben. Den kann man auch als Stürmer umwandeln. Ah, wahrscheinlich sonst den Weg hast. Ja, genau. Bergwijn kann nicht stumm, Kluivert kann nicht stumm, können alle nicht stumm. Und ein Dost, den kann ich nicht brauchen, den habe ich schon probiert zu spielen, Jetzt ist die unmöglich. Pause vorbei, es geht weiter mit Hälfte 2 hier im Allianz Stadium. Man waren halt alles als Messi und Zielspieler, die ganzen Stürmer. Na, der hat mich da Krass. Uhr verabsäumt. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Weindal. Gute Aktion jetzt. Da kommt die Flanke. Die Szene. Können die Yes! Boah, das tut weh. Lucky! Nicht geklärt! Es wäre unglücklich geklärt. Und dann gehen die Niederländer hier in Front. Dann hat's Jonk gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Uah! Gewinnt dieses Duell. Da ist er alleine durch. So langsam wird es gefährlich. Er hält drauf. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Boah, ja, schön. Gefährlich jetzt. Der Lupfer jetzt. Boah. Ich habe gedacht, du überhaupt nicht mehr rausholen. Ist es das jetzt? Aber jetzt. Ja, verdient. Ejo. Natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht weiter. Das war generell, glaube ich, eher, deswegen kommen auch keine so Stürmer. Nicht so viel anlernen, zweite Stürmer bei den Holländern irgendwo und dann. Dumme Spieler hat auch nur ein Sturmstrategie mit denen. Na so Mittelfeld und so Verteidigung, da gibt es ja viele dann. Ja. Noch anfangen. Oder? Er hat den Ball, gute Aktion. Oh, ja. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Ganz enge gut, cool. Geschichte. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Dann Juma oder so, das ist alles nix irgendwie. Ja, den normalen. Ja, wie so richtige Stürme jetzt normal würden wir jetzt eh nur die B anfangen. Würde jetzt gar keiner anfangen. Das gibt Einwurf. Sie wechseln jetzt. Steven Bergwijn. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Und für dieses Foulspiel. Okay, die gelbe kann man geben. Boah. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Ecke kommt rein. Damit sind sie also nicht durchgekommen.
denke ich mal. Gute Reaktion vom Torwart. Kein Tor. Ordentlicher Versuch, aber der Keeper ist da. Van Rijk hat jetzt. Man kann sie nicht durchsetzen. Oh na 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 na. Ja? Schön. Ja, das habe ich jetzt selber reingemacht. Oh, stark. Eto! Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Wichtig, 18 Minuten noch für Kamerun. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten, ein unglaublich wuchtiger Ball. 18 Minuten durchhalten, dann winkt die erste K.O.-Phase. Oder war das die Entscheidung? Lange ist hier nicht mehr zu spielen. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Für die Gastgeber, gleich bekommen die hier den Schlüssel. Glauben Sie noch an sich selbst? Das ist die große Frage. Die Fans zittern mit, ein Tor Rückstand nur. Aber das ist im Moment alles so zögerlich. Es fehlt das Tempo. Es fehlt an guten Ideen. Das könnte die letzte Chance auf den Ausgleich sein. Aber wir haben jetzt Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Hart aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Keine gute Aktion. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kannst du nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Führt den Freistoß kurz aus. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Jetzt können sie alles klar machen. Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Oh. Jetzt können sie kontern. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Nein, verkackt. Können. Total verkackt. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Den fangen sie ab. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Nee, Luft ist draußen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei.
Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ja, ein kleiner individueller Fehler hat diese Partie dann entschieden. Ah ja, wie ich eh schon angesprochen habe, auf die Niederländer zu harmlos dann vom Tor im Endeffekt gewesen. Chancen waren ja auch da. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Die Riesenchance, stark vom Torhüter. Das ist der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Eieiei. Diese heutige Partie also verloren. Wichtig, damit kann er wohl durch.